Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, so steht es im Grundgesetz. Und so lautete denn auch das Urteil heute vom Bundesverfassungsgericht. Egal ob Hartz-IV-Empfänger oder Asylbewerber, allen muss das gleiche menschenwürdige Existenzminimum zugestanden werden. Für die rund 130.000 Asylbewerber in Deutschland heißt das, sie kriegen ab sofort mehr Geld. Hungerstreik. Seit mehr als 100 Tagen schon demonstrieren Flüchtlinge mitten in Würzburg. Anfangs hatten sie sich die Münder zugenäht. Sie protestieren gegen die überlangen Asylverfahren, aber auch gegen die bescheidenen staatlichen Geldleistungen. Bruna Samuel kam vor 9 Jahren aus Angola nach Deutschland. In Köln hat man ihr eine kleine spartanisch eingerichtete Wohnung zugewiesen. Der Kühlschrank ist fast leer. Das Geld, das sie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommt, langt vorne und hinten nicht. 224 Euro im Monat, das reicht einfach etwas Essen zu kaufen. Mit der Kleidung, ich kann das nicht mit der Kleidung. Ich kann mir keine Kleider leisten. Was gilt für den Gesetzgeber eigentlich als menschenwürdiges Existenzminimum? Hartz-IV-Empfänger erhalten monatlich 374 Euro, Asylbewerber und ihnen gleichgestellte Immigranten knapp 225 Euro, also rund 40% weniger. So geht es nicht, entschied jetzt der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts. Der Senat hat entschieden, dass die Geldleistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz das vom Grundgesetz geforderte menschenwürdige Existenzminimum evident verfehlen. Seit 1993 seien die Geldleistungen trotz des erheblichen Preisanstiegs nicht mehr angehoben worden. Der Gesetzgeber habe deshalb unverzüglich für ein menschenwürdiges Existenzminimum zu sorgen. Bis das geschehen ist, müssen rund 130.000 Immigranten wie Bruna Samuel annähernd so finanziert werden wie Hartz-IV-Empfänger.